Henning Baum, ein Baum von einem Mann, Muskelberge, Macho-Gehabe, Männersprüche mit ganz viel Coolness. Ein Schritt weiter und du kannst deinen großen Zeh aus dem Asphalt kratzen. So kennt man Henning Baum. Er ist so etwas wie der Bruce Willis des Ruhrgebiets. Das höre ich zum ersten Mal. Ich weiß schon ungefähr, was da gemeint ist. Und das ist eher was, worüber man sich als Mann freut. Doch der 47-Jährige spielt eben auch gern mit diesem Macho-Image. Ich kann damit ganz gut leben. Ich stelle fest, niemand weiß so genau, was ein Macho wirklich ist. Das wabert irgendwie immer so im Raum. Vielleicht habe ich sogar auch manchmal die Art, dass ich das Publikum oder meine Mitmenschen vielleicht erstmal in eine bestimmte Ecke führe. Dass sie denken, der ist so und so, und dann überrasche ich sie, wenn ich aus einer anderen Ecke dann wieder auftauche. Wir treffen ihn während seiner Kinotour zu Der letzte Bulle. Aus der erfolgreichen Fernsehserie ist ein Film geworden und der läuft zurzeit in den Kinos. Henning Baum zusammen mit Ralf Möller. Direkt, kernig, körperlich. Und genau das lieben seine Fans. Ich bin ja auch nicht ganz große Weihnachtsüberraschung, bin ja auch nicht, aber ich bin nur wie ich bin, ne? Doch es gibt auch einiges, was auch seine Fans nicht über Henning Baum wissen. Uns hat er's verraten. Er mag seinen Vollbart, trägt am liebsten blaue Jeanshemden und braucht seinen täglichen Mittagsschlaf. Ja, ein kleines Nickerchen nach dem Essen. Das tut doch eigentlich jedermann gut. Henning Baum kann auch fein und smoking. Er mag die Musik von Johann Sebastian Bach, spielt das Cello und lernt gerade Gitarre spielen. Stimmt, das ist keine Gitarre, sondern eine Ukulele. Die haben wir von Brisant ihm mitgebracht. Doch nun, Schluss mit der Musik. Weiter geht es mit Regisseur Peter Thorwart ins nächste Kino. Wir dürfen mitfahren und Henning Baum weiter ausfragen. Sein Lieblingsessen. Ich könnte mir jetzt vorstellen, eine schöne Linsensuppe zu essen mit einer Mettwurst. Sein Lieblingsgetränk? Schwarzer Tee mit einem Schuss Milch, also so englischer Stil. Denn, erzählt uns Henning Baum beim nächsten Fantreffen in der nächsten Stadt, er liebt Großbritannien. Als Kind war er auf einem englischen Internat. Dort hat er auch in einem Chor gesungen, sogar vor der königlichen Familie. Vielleicht auch deswegen war er vor ein paar Jahren zu einem Empfang eingeladen, als die Queen Deutschland besuchte. Er hat sogar mit ihr gesprochen. Wenn man sie sieht, ist sie einem ja eigentlich sehr vertraut, weil wir sie ja schon immer kennen. Sie war ja immer da und das war eigentlich sehr nett, mit ihr zu plaudern. Der Arztsohn wollte eigentlich Medizin studieren, dann wurde er auf der Schauspielschule angenommen. Und es lief und läuft bis heute vor den Film- und Fernsehkameras. Heute Abend ist er in dem Film Mein Schwiegervater, der Camper, bei uns im Ersten zu sehen. Erstmals wurde er in der Vaterrolle besetzt, da musste er auch mal kurz schlucken. So, man merkt ja erst nicht, wie man älter wird. Also erst als Kind geht das ja so ganz langsam vonstatten und irgendwann, zack, ist man auf der anderen Seite. Henning Baum spielt den Campingplatzpächter Hartmut, einen Macho-Patriarchen, der seinen Schwiegersohn ins P, einen Anwalt, nun so gar nicht leiden kann und am liebsten wieder loswerden will. Wozu er sich so manche Gemeinheit ausdenkt. Scheiße. Stimmt. Campen mache ich sehr gern, aber in einer anderen Form. Der Hartmut ist ja Dauercamper, das kenne ich nicht. Das ist natürlich so eine Lebensform. Eine Lebensform und eine Rolle, die auch wieder zu seinem knorrigen Macho-Image passt. Bier, Markus? Ich trinke lieber Wein. Wir trinken hier ja lieber Bier. Bier ist super. Haben Sie gedient? Papa. Wieso? Ich frage doch nur. Mein Schwiegervater, der Camper, heute Abend um 20.15 Uhr bei uns im Ersten.